negative Gedanken loswerden, stoppen. Wie schaffst du das? Wenn wir im Alltag negative Gedanken haben und anfangen, dagegen zu kämpfen, weil wir sie unbedingt stoppen wollen, wird unser Ego das nicht zulassen. Unser Ego will die Kontrolle über uns haben. Und dann haben wir da einen Kampf, den wir immer verlieren werden. Ja, probier es mal aus. Du willst unbedingt keine negativen Gedanken haben. Ist unmöglich. Aber es gibt eine andere Technik, wie du sie loswerden kannst, die ich selber regelmäßig nutze. Indem du einen Schritt nach hinten gehst, gedanklich, den Beobachter einschaltest und die negativen Gedanken beobachtest, ohne sie zu verurteilen. Ja? Du hast negative Gedanken, egal was für welche, und beobachtest, dass du welche hast. Was macht das mit dir? Du identifizierst dich nicht mehr mit diesem Gedanken. Normalerweise ist es so, wenn wir negative Gedanken haben, wenn wir, egal was für Gedanken wir haben, glauben wir das ja immer. Ja, wir glauben, das ist die Wahrheit, es ist so, wie es ist. Aber wenn du anfängst, die Gedanken nur zu beobachten, zu gucken, was da in deinem Kopf vorgeht, das ist ganz spannend, weil du bist ja eine Seele, die in diesem Körper steckt. Aber die Seele ist nicht diese Gedanken. Du denkst sie, ja, aber du bist nicht diese Gedanken. Und wenn du anfängst, das ist das Paradoxe an der ganzen Sache, wenn du anfängst, die negativen Gedanken anzunehmen, so wie sie sind, sie nicht zu verurteilen, nicht zu beurteilen, sie einfach nur zu beobachten und vorbeiziehen zu lassen, werden sie verschwinden. Ganz, ganz einfache Technik. Und bevor ich das Video jetzt beende, soll nämlich ein sehr kurzes Video sein, noch eine Erwähnung aus einem Buch. Ich habe vergessen, wie das Buch heißt, aber Die Seele will frei sein. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Buch. Da sagt der Autor in dem Buch, du musst dir vorstellen, diese Gedanken sind eine Person. Ja? Gebe deinen Gedanken einen Körper, der den ganzen Tag an dir klebt und bei dir ist. Im Alltag ist es so, dass wir unseren Gedanken glauben, ihnen nachhängen, ja. Wenn der aber einen Körper bekommt und neben dir ist und dich ständig vollplappert, hättest du ihn schon längst weggeschickt, weil du sagst, langsam nervt's, ja. Unsere Gedanken bauschen viele Sachen auf. Wenn du dich streitest, siehst du, was der gesagt hat und du hättest das machen sollen und der das und jenes und guck mal, wie unverschämt. So sind unsere Gedanken, bei jedem, mir auch. Der Gedanke lügt auch oft oder tut anderen Dinge anhängen, die absolut nicht stimmen. Und wir glauben diesen Gedanken, obwohl es gar nicht stimmt. Wie oft hast du über irgendjemanden irgendetwas gedacht und am Ende kommt raus, es stimmt gar nicht. Peinlich, oder? Und stell dir vor, diese Gedanken von dir hätten einen Körper. Das wäre nicht mehr dein Freund. Du würdest sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Wegen dir hatte ich schon so viele Probleme. Du hast mir so viel Scheiße erzählt. Du laberst den ganzen Tag so viel Mist. Du bist so negativ und ich glaube dir alles. Die Gedanken können ja auch mal positiv sein, ist ja auch was Tolles. Aber trotzdem, identifiziere dich nicht mit diesem Gedanken. Stell dir vor, dieser Gedanke hat, oder alle deine Gedanken, ja, gehören zu einem Körper, der ständig hinter dir herläuft und dich voll plappert. Ja, dem wirst du auch nicht alles glauben. Aber unseren Gedanken im Kopf, den glauben wir alles. Deshalb im Alltag, schalte den inneren Beobachter ein, der die Gedanken beobachtet, ohne zu verurteilen und zu beurteilen. Und du wirst sehen, wie viel entspannter der Alltag ist und wie die negativen Gedanken einfach vorbeifließen, ohne dass du sie annimmst. Ganz, ganz einfache, wundervolle Technik. Unbedingt umsetzen, also nicht das Video hören und weitergehen, sondern unbedingt umsetzen. Probier es aus, lass mich in den Kommentaren wissen, wie es dir damit ergangen ist und wie du deine Gedanken im Alltag empfindest. Sind sie sehr stark negativ beeinflusst oder findest du es eher neutral? Bin sehr, sehr gespannt. Lass mir einen Daumen nach oben da für weitere Videos und nicht vergessen, den Kanal unbedingt abonnieren, um weitere Videos von mir zu erhalten. Ich tue eigentlich jeden Tag Videos hochladen, außer samstags bis jetzt. 6-mal die Woche bekommst du von mir Videos. Unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst über die neuesten Videos von mir. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.